Und damit herzlich willkommen hier zum Bausimulator mit Cal Kestis und den ganzen anderen. Wie sollen wir da durch? So, auf jeden Fall dürfen wir die Codes nicht an irgendwen anders geben lassen. Ich würde sagen, das Teil hat uns bemerkt. Ich bin jetzt zwar kein Profi. Das war knapp. Ich bin beeindruckt. Ich kenne das ja so, dass das aus dem Maul auch eigentlich, also die bohren sich ja so rein in die Raumschiffe und so. Ich hätte nicht gedacht, dass die so riesig sind. Ich glaube, die gibt es auch im Kleinen. Wenn man Clone Wars zumindest folgt. Und dann bohren die sich halt vorne rein und durchs Maul kommen dann halt die Einheiten raus. So, jetzt brauchen wir schon fast gar nicht mehr unser Kletterseil. Nein, ich war tot nicht dran. Ja, Charlie. Heißt es schnell zurück mit unserer Freundin Marin. Oh, das Ding. Also da soll ich höchstwahrscheinlich nicht rein. Ich kann ja nicht in dem Moment da rüberhüpfen. Wie soll ich da rüberkommen? Marin, Junge! So ein bisschen Schummel. Statt einfach eine Schnellreise zu machen. Wir sollten nicht den Pilgerweg zur Sears-Basis nehmen. Es gibt noch einen Weg. Aber die Imperialen patrouillieren. Wir schaffen das. Mach dich kampfbereit. Du wirst nicht entkommen. Seht euch den Zorn von Datum. So. Information. Schnell hier einmal rein. Gräberpass auch freigeschaltet. Denn auf die Gegner würde ich jetzt einfach mal scheißen. Wir müssen einfach nur schnell entkommen. So. Hier einfach mal so durch. Das ist natürlich ein Klacks, ne? Ach du Scheiße. Gleichfalls, so. Geist. So. Das locken wir einfach. Gar kein Problem. So, das ist jetzt einfach eine Mischung. So, die haben wir schon mal. Hatte keine Ahnung, was sie hier finden werden. Gut. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Aber sie wissen auf jeden Fall, dass wir größer aufgestellt waren. Was ist denn da in der Hosentasche? Oder soll das so aussehen, als ob sie den in der Hand hält? Ich glaube, sie hat eine Armprothese. Sind das alle? So. Eine Schande. Ja, einmal durch. Schnell geht's. Sackgasse! Kämpfen wir?
Natürlich. Was hast du vor? Keine Zeit für Erklärungen. Vertraust du mir? Ja. War das fürs Glück? Nein. Für mich. Spring durch, Kerl! Jetzt! Na dann los! Was können wir denn jetzt Cooles? So, einmal da lang. Vorbei an dem Todesschlund. Genau. Zack, Seilrutschen-Action. Da kommen die ganzen TIE Fighter. Aber gar kein Problem für Spider-Man Cal. Ich finde, da sieht man mal wieder, wie mächtig doch so ein Lichtschwert eigentlich ist. Hast du Spaß? Was? Du etwa nicht? Gerade damit kann man ja so gut wie alles durchtrennen. Hätte ich denn hin soll? Wenn ich mal so fragen darf. Das haben wir ja gerade schon. Gehen wir hier gleich an die Wand. Rechts, links und so weiter und so fort. So, hätte ich meinen gesungen. Okay. Geht's und hinein. Ich sagte hinein. Interessant, wie sich Marin so durch die Welt bewegt. Wobei es auch fies finde, ne? Weil man. Also ich genieße das hier richtig und dann muss man aber erstmal hin und her klicken. Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon, bringen wir diese Codes zu Seer. Genau das wäre, glaube ich, erstmal der größte Plan. Wir haben jetzt hier ganz viel freigeschaltet, beziehungsweise auch so für später, denn wir haben jetzt ganz viel, das wir nutzen können. Wir können durch diese ganzen Blockaden und. Aber das ist natürlich jetzt alles Zukunftsmusik. Sowas mache ich halt dann immer zwischen den Folgen, ne? Das ist für den einen oder anderen hier vielleicht doch irrelevanter. Jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Tempel. Gut, dass wir hier noch die Seilrutsche haben, dann müssen wir hier nicht wieder klettern.
Und dann hier einmal ran. Schnellreise. Und dann können wir uns ja einfach gleich hineinbeamen. Und dann bin ich mal gespannt, was uns Sia und Meister Cordova so erzählen werden. Wenn wir da jetzt hier mit diesem Kommunikator rankommen oder was auch immer es war. So, so. Sind wir hier in die falsche Richtung gelaufen, sehr gut. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova, habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Boat und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Wer ist dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagan. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung. Die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tanalar auf. Und der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Dagan Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagan zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagan brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagan der Schlüssel nach Tanalar ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen 3 davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagan hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Willst du auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Ja, cool. Damit haben wir auf jeden Fall
Eine weitere Person an Bord neben Boat Grease und BD1, jetzt noch Marin als unsere treue Gefährtin auf dem Wege oder dem Kampf gegen das Böse. So, jetzt können wir ja aber erstmal hoch, ne? Was ist denn das da? Hier hoch und dann da und dann... Achso. Wahrscheinlich hier irgendwie. Wie soll ich denn da rein, bitte? So. Und damit haben wir hier noch eine weitere Kiste, die ich natürlich liebend gern mitnehme. Zack, was gibt's? Einen neuen Schalter, auch für unsere Lichtschwerter. Gehen wir da hoch? Ja. Sie wirkt so, ne? Links, rechts, links, rechts. Immer schön gleichmäßig. Wo sind wir denn hier? Das wirkt ja schon fast wie eine Abkürzung. Oh. Hey, nicht schlecht. Na, so hat er sich aber sonst nie gefreut, du. Hier nochmal ran, aber hier scheint es nicht zu geben. Aber da drüben. Aber da drüben eine Essenz. Und damit haben wir unsere maximale Macht nochmal maximal gesteigert. Einmal runter. Ja, einmal runter. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf zu Mantis, um in neue Abenteuer zu gelangen. Ich bin mal gespannt, wo es uns jetzt wieder hintreibt. Ob es wieder zurück nach Corvo geht oder weiß es nicht. Ich lasse mich gern überraschen. Los geht's. Und vor allem auch, was Grease sagt, da gibt es safe gleich eine Cutscene. Was? Jetzt, wo Marin bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Oh, sehr gut. Wir können nochmal nach Coruscant. Das ist nämlich... unglaublich gut, denn da haben wir so das eine oder andere vergessen. Das wäre aber sowas, das kann ich zwischen den Folgen machen für den einen oder anderen, der nicht mehr weiß, was für ein Croissant. Coruscant ist im Endeffekt der Planet, auf dem wir ganz am Anfang in Folge 1 waren, wo wir gefesselt waren und dem Senator überstellt werden sollten. Gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Was? Es gibt keine Cutscene jetzt, wo Marin dabei verändert. Ist? Ah ja, Cal und Boat sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schuld. Marin, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Sir und ich denken, dass Tenelor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Ja, ja, umso besser eigentlich, umso besser. Hinsetzen, wir sind da. Ah, machen wir. Damit bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Ja, gucken wir dann weiter. Cool. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Bis dahin und... Willkommen auf Cowboy. Cal, Cal, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen.
Das war ein Droid-Lapping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lookahalt-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Marin. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. Da kommen die einfach vorbei und klauen uns unsere Druiden. Oh Mann. Naja. Aber auch hier sieht man es jetzt. Einige Wege sind wieder gelb oder grün. Na, einzelne Sachen, da können wir jetzt einfach vorrücken. Und ihr seht es schon, hier hinten war ich sogar schon mal. Das heißt, wir porten uns ja einfach wieder hin und dann 1, 2, 3 sind wir schon wieder da. Aber auch das alles erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.